Hallo, so ich bin gerade dabei, die ganzen Videos zu sichten, zusammenzuschnippeln. Und hier kommt jetzt das Bauvideo 2. Los geht's. Kannst du mit deiner Zeitraffer machen? So, jetzt ist die Deichsel dran. 1,20 Meter Gesamtlänge, ja. Ja, also die Die wird denn soll. so leicht gebogen? Ja, hier haben wir es her. Genau, ich mache hier wieder also im Prinzip einen Viertelkreis. Die soll quasi von hier gebogen, hier vorgehen, auf dem Boden verklebt und verschraubt, wie ich es bei meinem alten Uhr gemacht habe. Und dann kragt die ja so 50, 60 Zentimeter aus, wieder So Richtung Fahrrad. bananenförmig zum Genau, Fahrrad. wir bauen hier eine Genau, Banane ein. ja. Genau. Guck mal, das ist das Material, aus das es jetzt die Deichsel wird hier Ja, so. das ist vom Jörg. Der hat quasi immer seine Hölzer gerade geschnitten. Aha. Also ich sehe gerade, die sind ein bisschen schmaler, die kann So ich nicht ganz nehmen. dünnes, Also der ganz Boden wird dünne hier. Abschnitte. Hier, guck, die sind genau 5 cm. Aha. Da kann ich die quasi gleich nehmen, weil Und wie dick sind die? nur Mäßig. so 5 mm. Ja. Also aus denen kann ich jetzt 6 schneiden, aber ich will so 9 bis 10 will ich schon machen für die Deichsel. Da muss ich noch 2 holen, so eine Streifen, die breiteren. Das ist die Biegeschablone. Ganz einfach. Mehr ist es nicht. Sehr interessant zu sehen. Wie gesagt, es ist keine Raketenwissenschaft. Das ist Aber man muss halt wissen, wie es geht. Ja, für mich ist das jetzt absolutes Neuland. deswegen machen wir das hier, damit jeder sieht, wie es geht. Ja, ihr könnt das dann nachbauen. Ganz einfach. Was haben wir hier? Oh, 1,20, guck mal. Haut hin. Ja, dann machen wir das mal. Also ich mache jetzt 10 Lagen, weil der Hänger ist ja ein bisschen schwerer. Weil man hat, ich glaube, 9 Lagen gemacht. Aber das kommt nicht so drauf an, das passt schon. Jetzt die nächsten. Okay, das muss jetzt alles ein bisschen schnell gehen. Verleimt die jetzt alle? Jetzt hier den meisten Leim. Jam, 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 jam. Also was mag mit Leim rumzumatschen, das soll was so eine Deichsel bauen. Also hier nehme ich jetzt auch nicht zu wenig. Das muss richtig schön satt eingematscht sein hier. Ja, spare ich jetzt lieber nicht. Muss jetzt auch schnell gehen. Dass das hier die unterste Schicht schon anfängt anzuziehen, wisst ihr? Na gut, kann ein bisschen anfassen. So, er ist jetzt bei der letzten. Ich glaube, war es der letzte, ja. Und dann wird das da eingezwungen. Keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Seht ihr dann gleich. Muss ich ein bisschen mit anfassen. Sehen wir jetzt. Und jetzt ganz fix. Spannend. Machen erstmal das Aha, die drüben. Schraubklemme da so fest an der Schraube. Genau. Das ist erstmal nur provisorisch. Oh, jetzt sauge ich mein Werkzeug ein. Wir haben es jetzt eingespannt. Musste ich eben kräftig mithelfen. Das ging sehr, sehr schwer. Alles mit diesen Klemmen hier festgemacht. Und jetzt muss das erstmal aushärten. Brauchen wir jetzt Dazu packen wir es in eine Sauna. So. Okay, jetzt erklär nochmal. Jetzt haben wir ja einen absoluten Overkill an Zwingen und wir haben immer noch zu wenig eigentlich. Aber es passt. Also, wenn man jetzt hier guckt, es darf halt hier nirgendwo. Es muss halt alles richtig miteinander verbunden sein. Darf keine Luft sein hier, deswegen. Sogar René muss jetzt seine 2 Zwingen noch hergeben. Ja. Am besten wir fahren auch noch mal Action und holen noch welche. Also noch so eine Zwing braucht Für er. die Gibt es beim nächste. Action ganz günstig für 3 Zwei, Euro nee, oder? 2 Euro irgendwas. Die waren wirklich nicht teuer. 2,30 Ja. Euro oder so. Ja. Das ist ein Witz. Jetzt geht's ab in der Sauna damit. Genau. Zum Trocknen. So, hier steht's jetzt. Hier steht's jetzt zum Trocknen. Jo, okay.
Müssen wir ein Feuerchen machen. Jo. So, jetzt wird die Rückenplatte geschnitten. Ja, die Rückenplatte, genau. Erstmal die hintere. Halbwegs dünnes. Hier werden jetzt die Fenster angezeichnet. Hier kommen noch zwei Fenster rein. Hier dann die Tür. Also hier vorne die Tür. Ja. Ecken ausgerundet? Was meinst du? Keine Ahnung. Jetzt filme ich. Hightech Anlegezirkel. Aha. Mehr mache ich auch gar nicht. Muss alles schnell gehen, schnell, schnell. Die Zeit läuft. So, jetzt kommt was, das ist nichts für zarte Gemüter. Eigentlich auch für mich nicht. Also ich bin gerade ein bisschen grantig mit der Flex, weil wegen meinem Auge. Ne? Ja gut, ich war selber schuld. Auf alle Fälle, ich versuche immer, das, was ich aussäge, nicht zu zerstören. Wenn du ein Loch bohrst, hast du es zerstört. Also mache ich jetzt hier einen ersten Schnitt mit der Flex. Beißt ganz schön in die Augen und es riecht weihnachtlich. Ja. Wir gucken jetzt noch mal in die Sauna, was jetzt für eine Temperatur ist. Genau. Ich meine, das kann jetzt noch ein paar Stunden trocknen. Bis wir mal 45 Grad. Ja, hier man sieht noch, hier, das ist noch weiß. Ich hau noch mal Holz drauf, das muss. Ja, ja. Das muss noch heißer. 80 Grad. dann komm ich auch mit rein. Ey, das ist echt ein Overkill-Deichsel, da kommt doch die Stahldeichsel nicht ran. Ja, das stimmt. Habe ich auch nachher einiges zu hobeln, um die vorne rund zu machen. Naja. Hast du? Ja. Wir gehen jetzt in die dritte Dimension. Genau, jetzt wird es zusammengeleimt und geschraubt. Aus lauter erstmal die Panels wird jetzt ein Kasten. Das ist jetzt die hintere Platte. Genau. Die wird jetzt rangeschraubt. Und wieder Leim dran, immer Leim dran. Alles schön verleimt. So. Gucken. Hier kommt die schöne Seite nach außen, die sieht wunderbar aus, herrlich, das tolle Holz. So, jetzt. Das wird die Hochzeit, jetzt haben wir gleich einen Kasten. Sieht doch schon richtig gut aus. Ja, da kann ich ja gleich einziehen. Ja. Also heute Abend will ich noch eine Proberunde machen, das steht fest. Ja, die musst du noch drin machen. Kommst du nicht ganz rein. Das sieht ja schon mal richtig geil aus. Toll. Also meine Aufsetzkabine wird auf jeden Fall auch aus Holz. Jetzt haben wir mal auf den Kopf gestellt, jetzt kommen die unteren Leisten ran. Ja, ich muss hier an meinen Rücken denken. Ja, und dann wird, wie gesagt, ja, überall Leisten dran. Dann kommt die Bodenplatte ran. Jetzt kommt die Bodenplatte drauf. Zweite Hochzeit. Ja, irgendwie. Jetzt muss ich bloß anpassen. Das geht so an. So. Jetzt müssen wir erstmal alles einnivellieren hier. Okay. Ich mache jetzt erstmal nur ein paar zum. Damit es quasi wirklich gut übereinstimmt. Und hier muss ich zum Beispiel reindrücken. Ja. So, jetzt wird hier permanent verheiratet. Leim wieder drauf. Ja, du kannst nicht die ganze Boden. Du musst es stückweise machen, gibst ihn hier ab.
Das ist sonst zu viel, so viel Schrauben auch immer kannst du gar nicht, ja. Kannst du gar nicht ziehen. Reinschrauben meine ich. Das ist also erstmal hier ein Viertel. Viertel, dann drüben die andere Ecke. So. So, das gleiche jetzt hier hinten nochmal. Und dann ist die Bodenplatte schon dran. Jetzt sind wir eine halbe Stunde mit der Bodenplatte durch. Ja. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Wie spät haben wir es jetzt? Rund 17 rum. Es geht jetzt weiter, Mittagspause ist vorbei. Also der Zähler steht bei 10 Stunden. Ja, jetzt ist es... Oh, sogar schon 17.30 Uhr. Ja, also 17.30 Uhr, jetzt geht's weiter. Was ist als nächstes dran? Ich mache den Türausschnitt, weil ich muss ja auch reinkommen. Ja. Wenn das jetzt erstmal ein Kasten ist, kommst du schlecht rein. Ja. Ich muss aber reinkommen, um die ganzen Verstärkungen jetzt noch einzuziehen, die gebraucht werden. Hier habe ich jetzt noch Lüftungsgitter gekauft, die haben wir vorhin mitgebracht. Zweimal 100 Millimeter. Ich denke mal, ich mache die links, rechts. Nicht nach vorne, weil dann würde quasi das Spritzwasser vom Hinterrad, zumindest in Kurvenfahrt, da reinfliegen. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Damit die nicht verdrecken, mache ich die lieber an der Seite, also hier so. Hier, irgendwo hier. Das ist dann auch in Kopfnähe, also da, wo du Luft holst, ist vielleicht ganz gut. Ja. Vielleicht mal. So, dann haben wir das gleich als Tür. Müsste jetzt hier irgendein Loch bohren. Müsstest du quasi eine neue Tür bauen. Ja. Und so hast du das gleich hier. So hast du die Tür. Einmal gedacht, das ist gleich die Tür. Jetzt wird die Verstärkung für die Tür gemacht. Ja, das ist dann umlaufend. Das ist nochmal ganz schön Gewicht. Hier hinten kommt ein Brett hin, auf Deutsch gesagt. Die Deichsel ist aus der Sauna raus. Das ist für mich wie Weihnachten. Ja. Und Geburtstag zusammen, das Ding jetzt abzuschrauben. Ist einfach nur hammergeil. Ja. Sieht richtig cool aus. Achso, warte, ich muss gar nicht. So, wir haben jetzt hier alle Schrauben los und man sieht hier. Das hängt immer noch an der Platte fest. So, jetzt. Ja, guck, hier ist doch noch ein bisschen. Aber das ist dann unten. Also die ist ja so rum. Ja, ganz schönes Teil. Ja. Wie ein Elefantenstoßzahn hier. Ja. Guck mal. Nicht schlecht, ja. Kai hat gleich die 1000 Abonnenten voll. Aber wir wollen noch Videos sehen von dem Bengel. Also, es ist die Fahrradachse dran. Muss ein bisschen breiter, 5 cm breiter. Ja. Wird jetzt geteilt und dann kommt ein Rohr rein, Rohr in Rohr und dann zusammengeschweißt. Also das ist tatsächlich in 5 cm zerschneiden. Ja. Da sieht man jetzt. Sieht man das, wo die Lücke ist? Sieht top aus. Das hält schon so recht gut auf Spannung. Das reicht natürlich nicht. Ich verschweiß das jetzt. Ja, das ist gleich verschweißt, genau. Schutzbrille bleibt auf, dass hier nichts passiert. Naja. Ja, sieht man das? Sieht doch richtig top aus. Es sieht nicht top aus, aber es wird halten. Dafür, dass es im Dunkeln gemacht hast, super.
Die anderen können die schönen Nette machen, ich mache die haltbaren. Genau. So. Jetzt kommen noch Leisten rein für die Achse. Jo. Hier. Und dann hier. Übrigens jetzt um 9 Uhr abends und wir hatten gerade eine kleine Abendbrotpause gemacht und jetzt geht's weiter. Da würde ich dann von unten mal ein Blech gegensetzen. Hm. Deswegen auch noch richtig große U-Scheiben, irgendwas. Guck mal, durch das Fenster könntest du sogar einbrechen. Ich passe durch. Er fährt schon. Sieht doch schon mal richtig cool genau, aus. Das ist fertig. Wir haben uns entschieden, wir lassen den Wagen als Cabrio. Ja. Fertig. Ja. Und ohne Deichsel. Scheiße. Handwagen. Guck, hier kann ich schieben. Aber. Sieht schon gut aus. Und kommst du so weit rüber, weil hier ist die. Hier ist der Radkasten, also das ist schon ein Doppelwohnwagen. Kannst du, wenn du schlank bist, musst du halt wieder ein bisschen abnehmen, zu zweit hier drinnen pennen. Hm. 21,48 und ja. Feierabend für heute, ja. Ja, ich kann nicht mehr, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wenn wir jetzt einfach nur die Stunden zusammenrechnen, ist es sowieso egal. Ja. Nur für dich ist es nicht egal, wenn du euch mal hinbelst. Ja.